Martin. Ich der Andreas. Und hinter der Kamera sitzt der Hadi. Und wir sind alle zusammen in Kuba auf einer Tour. Hola, qué bonito! Angekommen, Hotel war vollkommen in Ordnung, alles gepasst, sofort eingecheckt. Man hat unten in der Bar gesessen, hat erstmal den ersten Drink zu sich genommen, Cuba Libre oder einen Mojito und dann noch Live-Musik dazu und das war natürlich alles bombastisch. Und dann sind wir nach der ganzen Geschichte, sind wir dann schön in die Stadt noch rein, da war Karneval in Havanna und das waren natürlich die Eindrücke, die man da erlebt hat, die waren phänomenal, das kann man nicht beschreiben. Also ein paar Menschen da, die da nachts unterwegs sind und Wahnsinn. Unser wunderschönes Fahrzeug, ein Kia Rio, hat schon die erste Staubwolke hinter sich, voll aufgemotzt, hat auch schon ein paar Unfälle hinter sich, aber fährt erst rein. Super! Das ist ja stark. Ich bin der dritte im Bunde, Hardy Grotjan aus Schleusing, und habe mich eigentlich kurzfristig noch zu der Truppe zugesellt und muss sagen, das war eine Tour, wo ich selber sehr überrascht war, dass das alles so gut abläuft. Urlaub und das am zweiten Tag schon. Mal spitzenmäßig hat alles geklappt, ja? Kann nicht schöner werden. Liegen gut in aber der Zeit. Aber es wird noch schöner. Schwer zu sagen. Sehr süß. Sehr süß. Okay. Hauptsache flüssig und kalt. Das erste Mal auf Kuba, ein eigenes Auto und dann hier quasi 1500, 1600 Kilometer über die Insel.
Aber als wir dann das Auto bekommen hatten, hat auch die Fahrt zum ersten Hotel schon wunderbar geklappt. Von der Route her, von der Strecke, es hat alles perfekt gepasst. Ein wunderschönes Hotel haben wir jetzt auch bekommen dazu. We pay more expensive. Okay. The Cuba Travel Network. This is one the address for the email. It's no Hammer. That's beautiful. Look over there, the city. Yeah? Where are you from? Germany! Alemania! Alemania! Oh, mucho. No, tren. No, three. Please? Primera vez en Cuba? The first time here. It's in Cuba for us, yeah? Ja, dann hat man ja jetzt eben noch mal eine kleine Tour gemacht zu einem sogenannten Wallpainting mit einem kleinen Umweg, weil wir gedacht haben, wir fahren in die richtige Richtung, sind aber in die falsche gefahren und dann waren wir bei diesem Wallpainting. Das hat man auf Postkarten oder auf Bildern schon gesehen, aber als man dann davor stand, also die Größe, das hat einen schon erschlagen, war phänomenal. Das ist natürlich jetzt hier gleich in der Ecke von Vinales, vom Hotel ca. 3 Kilometer entfernt und super. Ja, als wir in Sinfugus angekommen waren, waren wir auch schon mal sehr erstaunt und da war ja auch der erste Punkt, wo wir uns eine eigene Pension suchen mussten. Dann haben wir erst an einem Hotel angehalten, doch das war ein bisschen teuer und dann haben wir jemanden auf der Straße getroffen und der hat uns dann was empfohlen und sind dann in einer richtig schönen privaten kleinen Pension gekommen. War auch sehr schön eingerichtet, wurden gut versorgt, war sehr schön. Und dann sind wir halt in die Stadt gegangen, haben uns da mal umgeschaut, gerade bei den Kolonialbauten und das waren schon schöne Eindrücke. Mir hat dort am besten gefallen, diese Landzunge mit diesen Kolonialbauten. War natürlich dann auch ein absolutes Highlight, wo wir am nächsten Tag dann weitergefahren sind mit dem Reifenwechsel, weil wir uns eine Schraube reingefahren haben in den Vorderreifen und ja. Da sind sie gleich angekommen, die Kubaner, und haben das gesehen und haben uns mit in die Seitengasse genommen und haben das dann alles wunderbar, ging das ratzfatz, wie früher auch bei uns in den Werkstätten, aber alles so auf alt gemacht, also richtig klasse. Ging ratzfatz und haben die den Reifen geflickt und dann konnten wir weiterfahren und sind nach El Nicho gefahren zu einer wunderschönen Oase, zu Wasserfällen mit so schönen natürlichen Schwimmbecken, also das war gigantisch eigentlich, das war so richtig das Highlight, was jetzt so Sinfugus eigentlich mehr oder weniger ausgemacht hat.
Ja, Trinidad, da hat man ja glücklicherweise auch ein Hotel, da musste man dann weiter nichts suchen. Sind auch ziemlich gut durchgekommen von der Strecke, sind dann auch, ja, nach, wie lange sind wir gefahren? Gute anderthalb Stunden von ungefähr. El Nicho. Sind wir auch ziemlich zügig dort durchgekommen. Ja, mussten halt auch erstmal das Hotel suchen, haben es dann aber auch gefunden, waren sehr erstaunt darüber, dass es doch so eine schöne Einrichtung war. Es war auch ein 3-Sterne-Hotel, sagen wir mal nur. Aber es war schön auf dem Hügel gelegen, man hatte eine wunderbare Aussicht. Also hat sich auf alle Fälle gelohnt, ja, kann man sagen. Natürlich am nächsten Tag hat man so einen Relax-Tag noch dazu, weil wir waren ja 2 Nächte in Trinidad und sind dann erstmal schön an den Strand vom Karibischen Meer und haben dort erstmal richtig abgechillt und relaxed. Also war wirklich traumhaft dort der Strand und alles drum und dran. Nachdem wir dort praktisch dann fertig waren und ein bisschen wieder erholt waren, sind wir in den neuen Taten praktisch reingestürzt. Und haben uns dann die Altstadt von Trinidad angeguckt, die Kolonialbauten dieser Stelle, die alten Pflasterstraßen. Da kam dann auch mal ein kleiner Gewitterguss noch dazu. Das hat das Ganze noch ein bisschen extra Flair gegeben. Also war schon richtig klasse. Und von Trinidad ging es dann mehr oder weniger direkt weiter am nächsten Tag nach Cayo Coco. Einmal quer über die Insel, sind wir circa gefahren, 3 bis 4 Stunden. Und das war natürlich dann absolute Paradies. Da ist man über eine Seestraße oder Meerstraße mehr oder weniger gefahren. Circa 20, 30 Kilometer und das Hotel dort, also das hat einen erschlagen, die Eindrücke, das war schon wirklich absoluter Traum. Das war schon mal sehr interessant, wo wir noch gar nicht wussten, was auf einen zukommt. Dann wirklich diese ca. 30 Kilometer über die Wasserstraße zu fahren, das war schon ein toller Anblick. Wenn du dann wirklich nur noch links und rechts siehst, siehst du das Meer. Also das war schon klasse. Wir hatten, wie gesagt, ein wunderschönes Hotel da oben gehabt, auch direkt am Meer. Das hat halt wirklich so einen richtig paradiesischen Eindruck gehabt. Komplett mit Palmen gesäumt, eine sehr schöne Einrichtung auch. Wo wir ja auch die Wahl gehabt hätten teilweise, ob wir das als Haupthotel nehmen. Aber haben uns dann, wie gesagt, dann doch andersrum entschieden, weil so der Strand war auch sehr schön, aber gerade durch die Gezeiten war es halt doch sehr schmal gehalten.
con su imaginación, bailando encontrará un mundo nuevo, pero déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, vuela, no te hace que todo es distinto. Ja, dann sind wir nach Matanzas gefahren und in Matanzas mussten wir uns auch eine Unterkunft suchen, weil wir dort nichts hatten. Sind bis dahin 450 Kilometer gefahren, also war schon ein ganz schönes Stück. Sind dann in Matanzas angekommen, haben uns dort erstmal was suchen müssen, waren in einem Hotel drin. Das war so teuer, dass wir uns dann mehr oder weniger für eine Pension wieder entschieden haben und haben dann auch zufälligerweise ein wunderschönes kleines kleine Einrichtung mitten im Zentrum gefunden. Von einer älteren Dame geführt, war super nett, war richtig klasse aufgemacht und wir hatten dann natürlich auch wieder das Glück, so wie am ersten Tag in Havanna, dass in Matanzas dann abends auch Karneval war und das war natürlich an dem Tag dann nochmal so ein Highlight, war schon richtig gut. Also ich fand es sehr schön, die Gastfreundlichkeit, also als wir dann bei dieser netten Dame eingezogen sind, er hat sich gleich quasi, wie soll man sagen, wie eine Mutter um uns gekümmert, also das war sehr schön, hat uns auch gleich ein Restaurant empfohlen, hat da angerufen für uns, hat da einen Tisch reserviert, also das ist halt schön, was man auch wirklich dann das kubanische Leben und wie die Leute so sind, das kennenzulernen, das erfährt man halt auf so einer Tour wirklich und das war in Matanzas auch sehr schön. Gelaufen. Man kann sowas eigentlich nur empfehlen, solche Touren zu machen, weil man bekommt da wirklich von Land und Leute, wie es wirklich ist, sehr viel mit und nicht nur so kurze Eindrücke. Es sind hier wirklich Eindrücke rübergekommen, die sich für uns geprägt haben. Wir haben wirklich dieses Land richtig gut kennengelernt.
und haben alle Vorteile da auch wirklich genossen und können rundherum sagen, Kuba ist eine Reise wert und man soll das ruhig so machen und nicht nur baden, sondern wirklich Land und Leute kennenlernen.